Hallo und herzlich willkommen zu Eingekauft, der Produktkategorie hier auf Klönschnack TV. Zuletzt hatte ich die Pringles Dinner Party Edition Sausage and Crispy Bacon ausprobiert. Heute folgt die zweite Sorte und zwar die Cocktailsoßengeschmack Chips. Cocktailsoße ist meiner Meinung nach was richtig Geiles zu Fleisch. So zu Grillfleisch oder so kann das der Hammer sein. Ich glaube, Cocktailsoße ist irgendwie auch so ein bisschen, wird immer mit Shrimps in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht, ob das daraus gemacht ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, kenne ich mich nicht so gut mit aus. Ist aber eine sehr leckere Soße, die so ein bisschen säuerlich daherkommt und die so ein bisschen, was ganz Besonderes und was ganz Eigenes für sich ist. Deswegen bin ich extrem gespannt. Auch hier leider wieder die Einbeulung. Ich weiß nicht, woran das lag. Und die war nicht irgendwie verkrabbelt oder sowas. Das muss an der Verpackung tatsächlich gelegen haben. Da war nämlich noch so ein komplettes Display. Und da war noch keiner dran. So, dann probieren wir mal. Oh ja, das riecht schon so sauer. Wann habe ich denn sowas zuletzt bei Pringles gerochen? Das ist gar nicht mal so lange her. Na, mal probieren. Schmeckt auf jeden Fall und schmeckt schon nach Cocktailsoße. Aber ich versuche gerade mich daran zu erinnern, was die letzte Sorte war, wo es so ein bisschen säuerlich geschmeckt hat. Das kommt dem nämlich extrem nah. Irgendwas mit Limette. War das vielleicht bei den Street Food Edition oder so? Das kann auch sein. Da war irgendwie was mit Limette, was dem sehr, sehr ähnlich kam. Einen nehme ich noch. Man hat aber doch noch diesen leichten, doch diesen leicht eigenen Geschmack. Also es kommt dem, dieser sauren Note. Ich meine, es war irgendwas mit Limette oder so, ob das war Chili-Limette oder irgendwas anderes, kommt dem extrem nah, hat aber was Eigenes und ist damit, finde ich, sehr gut. Vor allem im Gegensatz hierzu, die ist ja dann sehr, also die ist auch nicht scharf und das ist, finde ich, ganz schön, dass es mal wieder ein bisschen was nicht so Scharfes gibt. Die ist sehr, sehr würzig. Und sehr würzig auch nicht, aber die ist eher so ein bisschen dieses Salzige, die ist eher so ein bisschen dieses Saure. Und finde ich beide echt gut. Echt gut. Okay, das war's auch wieder für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht es gut bis dahin. Ahoi.